Ja, herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Ich werde in der Tat versuchen, die Vorlage von Frau Lorek zu nutzen, über manches vielleicht etwas schneller drüber zu gehen. Insbesondere Schritt 1. Ich habe mal versucht, diesen Entstehungsprozess der Übertragungsnetze für das Jahr 2022 in 10 Schritte zu untergliedern. Das ist zum Teil ein bisschen willkürlich, weil ich auf die Zahl 10 kommen wollte. Aber das legt so ungefähr den Plan dar, wie das vonstatten gehen soll. Also am Anfang steht die Verständigung über die Erwartungen. Das ist das, wo Frau Lorek darüber berichtet hat, mit den Szenariorahmen, mit den Szenarien A, B und C. Das haben wir hinter uns. Da sind wir jetzt schon in der zweiten Auflage. Wir haben schon mal die Szenarien konsultiert, die dann dem Netz für das Jahr 2023 zugrunde liegen sollen. Das Ergebnis steht noch nicht weg, fest. Aus den Szenarien wird in dem nächsten Schritt der Netzausbaubedarf von den ÖNB abgeleitet. Wie das im Einzelnen vonstatten geht, komme ich noch drauf. Wir stellen als nächstes über den Vorschlag der ÖNB eine Umweltprüfung an, gucken uns also an, wenn man das verwirklichen würde, was die ÖNB vorschlagen, was hätte das im Groben für Umweltauswirkungen. Im vierten Schritt prüfen wir das Konzept der ÖNB zunächst mal, macht das überhaupt Sinn, und stellen danach das ganze Produkt, also überprüfter Plan, und Umweltbericht nochmal der Öffentlichkeit zur Konsultation. Das ist der Verfahrensstand, in dem wir uns jetzt gerade befinden. Danach wird das Ganze in einen sogenannten Bundesbedarfsplan überführt. Das heißt, wir schauen dann unter Berücksichtigung der Konsultationsergebnisse, was ist tatsächlich ein sinnvoller Netzentwicklungsplan, und legen den dann als Entwurf eines Bundesbedarfsplans der Bundesregierung vor und die bringt ihn im nächsten Schritt ins parlamentarische Gesetzgebungsverfahren. Da wird dann also nicht nur versucht, Bürger einzubeziehen, sondern auch für die Definition des Ausbaubedarfs so etwas wie eine demokratische Legitimität durch das Parlament herbeizuführen. Wenn wir dadurch sind, kommt die Bundesfachplanung. Dann suchen wir wieder die Räume, wo denn nun diese Leitungen hinpassen, wo man die Umweltauswirkungen am ehesten noch ertragen kann. Manchmal muss man vielleicht auch zu dem Ergebnis kommen, da geht es gar nicht, da müssen Umwege geplant werden. Und an diesem Schritt kommt die Planfeststellung hinten dran. Das ist dann konkret vor Ort, gehe ich rechts oder links um den Baum rum. Das machen in der Regel die Länder. Bei überregionalen Vorhaben möchten wir das gerne selbst machen, weil wir meinen, das würde zu Beschleunigungseffekten beitragen. Und am Ende steht dann der Bau der Leitung. Wir sind, ich habe es Ihnen gesagt, im Moment mitten in der Prüfung. Wir haben uns entschlossen, in diesen Schritten Prüfung und Konsultation ein bisschen zu beschleunigen. Wir haben die formale Prüfung hinter uns. Formal ist mit diesen Plänen alles in Ordnung. Inhaltlich, die technische Prüfung, haben wir noch nicht komplett abgeschlossen. Wir haben den Plan, weil wir insgesamt ihn für ein grundsätzlich durchaus überzeugendes Konzept halten, trotzdem schon zur Konsultation gestellt, damit wir entsprechend den Zeitbedarf, der in der politischen Diskussion da ist, der aus dem Gesetz deutlich wird, weil am 3. März nächsten Jahres soll schon der nächste Plan wieder vorgelegt werden, dass wir da im Tempo bleiben. Was wird geprüft? Die Formalia, Zeitplan, Projekt, verlustarme Übertragung enthalten, das sind diese HGÜ-Geschichten, HTLS, also Hochtemperaturleiterseile mit geringem Durchgang sind drin. Es ist mit die Übereinstimmung TYNDP, das steht für den internationalen europäischen 10-Jahres-Netzentwicklungsplan, ist gegeben. Dies alles ist abgearbeitet. Um ein bisschen konkreter zu werden an manchen Stellen, das ist nochmal visualisiert, was Frau Lorek auch schon gesagt hat, wie stellt man sich
die Erzeugungswelt im Jahre 2022 vor. In unserem Leitszenario B werden wir von den Kapazitäten her circa 2/3 der der installierten Erzeugung auf erneuerbarer Basis haben. Bei der tatsächlich ins Netz eingespeisten Energie liegen wir bei knapp 50%. Je nach Marktmodellierung kommen Sie da auch zu leicht abweichenden Ergebnissen. Aber das ist das, womit man im Jahre 2022 voraussichtlich zu rechnen hat. Ja, jetzt ist visualisiert, was heißt das an praktischen Änderungen? Das ist das, was sind die vielen Zahlen von Frau Lorek in ein buntes Bild umgesetzt. Da sehen Sie heute im Jahre 2012 in Nordrhein-Westfalen und angrenzend einen großen Erzeugungshügel. Sie sehen einen in der Lausitz und Sie sehen so einen, ich sag mal, südwestdeutschen Rücken. Das sind die Braunkohlekraftwerke, das sind Steinkohlekraftwerke und der Südwestrücken ist auch ein guter Atomkraft. Ja? Das wird sich ändern. Sie sehen künftig in Nordrhein-Westfalen ein tiefes Loch. Die Ingenieure sprechen immer von einer Senke. Das ist die Nachfrage nach Strom und die Erzeugung wird weitestgehend aus dem Norden kommen. Wir haben unten einen gelben Schimmer, da ist noch ein bisschen Wasserkraft. Die Atomkraftwerke gibt es im Jahre 2022 nicht mehr. Die haben wir aus der Betrachtung einfach mal rausgenommen und werden formal erst am Jahresende abgeschaltet, aber da wir die Netze ja mit einem Blick auf die Zukunft machen, haben wir das schon mal ausgeblendet. Daraus kann auch der Laie schon erkennen, dass man eine Aufgabe hat, diese Leistung an den Verbrauch heranzuführen, weil jeder weiß, so furchtbar viel wird da im Norden selber nicht verbraucht. Stromexport ist also nichts, was man den entsprechenden Ländern vorwerfen kann, sondern das ist etwas, das trägt zur gesamtstaatlichen Wohlfahrt bei, weil die im Süden müssen ja auch irgendwie ihren Strom bekommen. Und wenn wir den Strom im Norden, auch im Süden insgesamt aus Erneuerbaren erzeugen wollen, wenn wir unsere CO2-Ziele erreichen wollen, dann werden wir uns nicht damit zufrieden geben können, im Süden Gaskraftwerke oder Photovoltaik oder so zu installieren. Für die industrielle Nachfrage, die wir da haben, brauchen wir auch die Erzeugung im Norden und den Transport in die Senke. Technisch ausgedrückt sehen Sie hier, was muss das Netz transportieren? Das sind Leistungen, die mal so in Deutschland drei Zonen unterteilt, von der Windzone ganz im Norden über die gemischte Zone in der Mitte in die Nachfragezone im Süden transportiert werden muss. Heute haben wir einen Transportbedarf von roundabout 8 GW. Sie können sich vorstellen, heute 8, künftig an diesen Grenzen 23 und 25 GW, da wird man zusätzliches Netz brauchen. Im nächsten Schritt haben die ÖNB versucht, diesen Transportbedarf mal in Korridore zu fassen. Von wo nach wo geht es eigentlich? Das ist dann eine Regionalisierung der Nachfrage, der Erzeugung, konfrontiert mit der Nachfrage und dann schaut man sich an, wo habe ich heute welche Größenordnungen an Kapazität und in welchen Gegenden muss ich wahrscheinlich zusätzlich vorangehen. Im nächsten Schritt wird das alles dann knotenscharf durchgerechnet. Das heißt, man guckt sich für jedes Betriebsmittel an, was kann das? Kann das den heutigen Bedarf? Was müsste es können, um den künftigen Bedarf zu bewältigen? Und dann stelle ich fest, ich muss neu bauen und das ist das Ergebnis dieses Plans. Diesem Plan liegt ein ganz bestimmtes gedankliches Konzept zugrunde, nämlich die Masse des Stroms nicht wie bisher durch das Wechselstromnetz, sondern durch neue große Hochspannungs-Gleichstromübertragungsleitungen zu transportieren. Das bündelt den Transportpfad, das hat gleichzeitig technisch Vorteile für den Süden, dann kriege ich auch so etwas wie Blindleistung und Ähnliches da vernünftig angelandet. Das ist etwas,
da wohnen bei unseren Ingenieuren in der Behörde zwei Seelen in unserer Brust. Erstens halten wir das grundsätzlich für zukunftweisend. Das ist ein mutiger und eigentlich richtiger Schritt, den Transportbedarf so abzuarbeiten. Auf der anderen Seite ist die dafür notwendige Technologie noch nicht wirklich erprobt. Man setzt da so ein bisschen auf das Prinzip Hoffnung, die Ingenieure werden dann schon soweit sein, wir werden die Lösungen dann schon haben. Es gibt aber in der Form, wie das eingesetzt werden soll, auch in der Technologie, die gewählt werden soll, weltweit damit noch keine vernünftigen Erfahrungen, ob das wirklich funktioniert. Es gibt nämlich verschiedenste Arten der Hochspannungsgleichstromübertragung. Die ÖNB haben sich für eine ganz bestimmte entschieden, mit dem Hintergedanken, das ist die Art von Gleichstromübertragung, die auch eine Verkabelung ermöglicht. Andere ermöglichen das nicht in gleicher Weise, wenn man hier keine ölgetränkten Kabel in den Boden legen will. Das ist also nicht völlig risikofrei. Gefallen löst es trotzdem aus, um es mal vorsichtig zu sagen. Das ist der Gesamtplan, wie er sich aus den verschiedensten Szenarien ergibt. Szenario A, Szenario B, Szenario C. Das Interessante daran ist, die Gesamtzahl der Kilometer an Leitungstrassen, die man künftig brauchen wird, unterscheidet sich gar nicht so gravierend, je nachdem, welche Entwicklung man annimmt. Das läuft technisch auf ähnliche Ausbaubedarfe hinaus. Die Unterschiede sind trotzdem ganz interessant, denn je nach Szenario unterscheidet sich insbesondere der Bedarf an Hochspannungsgleichstromübertragung. Wenn ich eine eher kohleorientierte Entwicklung annehme mit einem konservativen Windausbau, dann kann ich mir einen großen Gleichstromkorridor ganz im Westen sparen. Das ist der Unterschied zwischen A22 zu B22. Ja? Und wenn ich der Entwicklung, wie sie die Bundesländer gerne hätten, Glauben schenke, dann brauche ich neben dem südlichen Ost-West-Korridor über den Thüringer Wald auch noch eine zusätzliche Gleichstromtrasse hoch nach Mecklenburg. Das sind auf den Punkt gebracht die Unterschiede zwischen den Szenarien. Wenn man denn die sonstigen Angaben, die wir ja noch am Überprüfen sind, alle mal als richtig unterstellt. Wo stehen wir im Konsultationsverfahren? Mir geht die Zeit aus, aber ich sage es trotzdem mal kurz, weil Sie auch ein bisschen Praktisches hören wollen. Die Übertragungsnetzbetreiber hatten in ihrem ersten Entwurf schon ein paar Projekte aus dem Energieleitungsausbaugesetz, zwei für nicht mehr erforderlich betrachtet, wenn man das neue Konzept realisieren würde. Sie haben im Rahmen der Konsultation, in der Überarbeitung nicht viel geändert. Leider haben sie auch nicht gar nichts geändert. Das macht uns dann ein praktisches Problem. Sie haben nämlich eine unauffällige Leitung, das Projekt 33, das ist so eine Ost-West-Trasse. Die haben sie von einem, haben sie gesagt, brauche ich keine neue Trasse, ich komme mit einer Umbeseilung, also einem Stromseil, das mehr Strom transportieren kann, hin. Weil das aber eine zentrale Leitung im Netz ist, ändern sich für alle anderen Betriebsmittel auch die Belastungen. Das heißt, man muss den ganzen Kram eigentlich neu durchkalkulieren. Das haben wir in der Zeit, der Kürze der Zeit, haben das bislang weder die ÖNB sauber dokumentieren können, noch wir nachvollziehen können. Wir arbeiten also zum Teil mit überholten Datensätzen. Das unterscheidet sich alles nicht furchtbar viel, das sind alles nur 2-3%. Aber es sind zum Teil die Prozent, die dann dazu führen, dass man sagen muss, okay, das Betriebsmittel ist überlastet, ich muss was Neues machen, oder es geht gerade noch so. Da sind viele Sachen, die auf der Kippe stehen. Deswegen alles, was ich sage, zu Vorhaben und Notwendigkeit, immer unter dem Vorbehalt, Prüfung dauert noch an. Was prüfen wir? Wir haben insgesamt, untergliedert sich der Plan in 50 Projekte. Für 29 Projekte haben wir die notwendigen Prüfungsunterlagen da. Zu dem, was wir noch nicht haben, komme ich gleich. Bei 13 Projekten haben wir nach dem derzeitigen Stand der Prüfung eine positive Meinung. Dazu gehören insbesondere auch
die großen Gleichstromkorridore, aber auch eine Reihe von Drehstromtrassen. Die Projekte, die wir noch nicht überprüfen konnten, weil wir noch nicht die nötigen Unterlagen haben, gliedern sich in zwei Gruppen. Fünf Maßnahmen, also fünf Projekte, sind ganz interessant, insofern, als da die Übertragungsnetzbetreiber hingehen und das Höchstspannungsnetz ausbauen, weil in bestimmten windreichen Gegenden das 110 kV-Netz, das Hochspannungsnetz, überlastet ist und es insgesamt, so der Vortrag, sinnvoller ist, in der Höchstspannung neu zu bauen, als die Überlastung auf der Hochspannung zu kurieren. Dem können wir uns durchaus so qualitativ anschließen, aber wenn man dazu eben dann auch Daten von den Verteilnetzbetreibern braucht, sind wir da noch nicht so weit, das können wir noch nicht wirklich im Detail überprüfen. Die andere Gruppe, 16 Projekte, die hatten im ersten Anlauf die Übertragungsnetzbetreiber in das sogenannte Startnetz geschoben, also in das Netz, das sie als existierend unterstellen, und die gehörten da nach unserer Auffassung nicht rein. Klar, alle existierenden Leitungen sind Startnetz, auch alle Leitungen, wo der Gesetzgeber über das Energieleitungsausbaugesetz gesagt hat, die werden mal gebaut, da steht der Bedarf fest, gehören Startnetz. Alles, was im Bau ist, ist auch Startnetz. Und alles, wo die zuständigen Behörden schon die Baugenehmigung erteilt haben, nehmen wir auch noch rein. Die ÖNB hatten aber auch schon reingenommen, zum Beispiel so Sachen, wo wir in unseren internen Verfahren gesagt hatten, ja, die Investitionsmaßnahme wird von uns finanziert. Aber diese Entscheidung ersetzt natürlich nicht den ganzen Konsultationsprozess etc. pp. Also mussten die wieder aus dem Startnetz raus. Die ÖNB haben geguckt, meinen nötig sind die aber trotzdem, also kommen die in die Ergebnismaßnahmen. Aber natürlich muss man jetzt einen ganz anderen Datenbedarf dahinter legen. Das können wir also auch noch nicht prüfen. Deswegen können wir für diese 21 Projekte noch gar nichts sagen. Ich komme zum Fazit. Unser derzeitiges Bild ist, alle Analysen kommen zu einem hohen Transportbedarf. Speicher- oder Lastmanagement hat sich in der Diskussion um den Szenariorahmen ergeben, sind für die Welt bis 2022 nicht wirklich von großem Einfluss. Es wird signifikanten Netzausbau geben müssen. Die Ergebnisse sind sehr ähnlich. Und nach allem, was man rechnet, sind die Lösungen relativ robust. Man kann immer auch alles ganz anders machen. Man kann immer irgendwie 20 Kilometer weiter nach links oder nach rechts gehen. Aber so die grundsätzliche Tendenz, von wo nach wo man was braucht, das ist in allen Betrachtungen, die wir bis jetzt angestellt haben, auch sehr, sehr ähnlich. Wir haben eine Reihe von Informationen und Daten auch schon an Gutachter rausgegeben, die für andere Institutionen auch mal nachrechnen wollen. Da sind wir sehr, sehr gespannt auf die Ergebnisse, die von da zurückkommen. Die haben wir auch noch nicht. So, wir unterhalten uns mit der Welt über diesen Plan, nehmen Anregungen entgegen, erklären, beantworten Fragen und dafür haben wir 6 Termine, zu denen ich Sie alle, wenn Sie noch mehr Details wissen wollen, recht herzlich einlade. Und das ist dann die übliche letzte Folie. Dankeschön.